Hallo Leute und willkommen zurück zu Submerged. Wir wollten uns umziehen, liebe Leute, und wollten mal gucken, was hier so alles schon Schniekes vorhanden ist. Wo ist meine Maus da? Wir haben schon einiges von unserer Geschichte gefunden. Das ist gar nicht mehr so viel offen, okay. Wir müssen allerdings noch viele Sachen von denen finden. Deswegen sollten wir vielleicht in den nächsten Folgen eher den Fokus darauf legen, dass wir diese Sachen finden. Stile. Wir haben neue Zöpfe. Ich finde den Stil cooler, liebe Leute. Nehmt es mir nicht übel. Ich möchte, dass es so aussieht. Ich habe Bock auf dieses Schilfboot. Yacht. Und was ist das? Ach, hier steht gar nichts. Und ich will mal kurz die Zöpfe angucken. Machen wir gleich, wenn wir rauskommen. Ja, wir kommen doch gleich. Wir haben nur zwei Orientierungspunkte bis jetzt. Gar nicht so viele Kreaturen. Bin gespannt, was das noch so ist. Moment. Da muss ich kurz husten. Entschuldigung. Dann haben wir hier ein paar Punkte zur Stadtgeschichte, wo wir, uiuiui, schaut mal, einiges noch finden können. Oha. Und das scheint ein düsteres Kapitel gewesen zu sein. Und das war's. Wie sehen wir jetzt aus? Oh. Das sieht sehr cool aus mit den Haaren. Können wir ranzoomen? Nee, gerade nicht. Mal kurz einen Schluck trinken nach dem Husten, liebe Leute. Unser Brüderchen ruft uns schon. Aber ihr wisst, was jetzt erstmal los ist. Wir gehen gucken, wo wir das Relikt. Wir haben mindestens eins. Hier können wir. Die Kasse. Sieht sehr, sehr cool aus. Hier ist erstmal nichts. Hatten wir noch mehr Relikt? Ja, hier hinten glitzert es noch. Ach, stimmt. Er hier. Okay, sonst war aber nichts, ne? Nee, der glitzert, glaube ich, sonst nichts mehr. Dann gehen wir mal den Blick walten lassen, ob hier hinten immer noch die Wurzel rundrum ist oder ob die jetzt mit der Zeit schon... Nee, die ist immer noch aktiv. Hier kommen wir also immer noch nicht weiter. Einiges gefunden. Lass uns mal kurz bei der Map. Huch. Ja, wir sollten erstmal auf Sammeltour gehen, würde ich behaupten, oder? Wir könnten ja hier hinten, wo kein Samen ist, hier das mal alles abfrühstücken. Wir könnten aber auch hier unten erstmal gucken. Hier ist ja auch kein Samen. Oder warte mal, wir sind hier zentral. Hier auch in der Umgebung. Dass wir vielleicht hier drüben hin und dann nach oben, wisst ihr? Zwar diesen erstmal machen. Okay. Und wisst ihr, was ich bei den Errungenschaften gesehen habe? Ich zeige es euch gleich mal, sobald wir hier... Wo können wir die neue Blume hinmachen? Hier drüben. Sobald wir die hier hinmachen. Schön, oder? Wenn wir die Blume nehmen, haben wir die nämlich hier im Haar. Und ich dachte immer, wir können uns aussuchen, ob die dicke Blume dort oben hängen soll oder nicht. Müssen unseren modischen Stil mal ausprobieren. Wie sieht die gelbe Blume in unserem Haar aus? Ach, ich glaube, ich mag die blaue, glaube ich, mit am meisten gerade. Weil die so ein bisschen mit unserer Hose harmoniert und irgendwie auch nicht. Ja, pass mal auf. Wir frühstücken jetzt mal die Umgebung so ein bisschen ab. Bist du da auch dafür? In unserem schönen Schilfboot. So, let's go, genau. Wo gehen wir denn hin? Wir müssen uns nach rechts drehen, also hier rüber. Wir können ja auch mal gucken, ob wir hier schon irgendwo... Ich hoffe übrigens, dass ich nicht zu nasal spreche, liebe Leute. Ich habe einen Porenpatch auf der Nase kleben. Und bin ich jetzt schon vorbeigefahren? Da der Samen. Ach nee, da hinten ist es. Ich wollte gerade sagen, da der Samen direkt halt auch drüber ist. Ist ein Samen direkt? Ach, der ist noch weiter dahinter. Okay. Okay.
Aber wir wollen ja ein bisschen gucken. Das ist eine Schreibmaschine. Schön. Beim letzten Mal habe ich ja bei der Kasse schon vermutet gehabt, dass das, dass das, hier ist noch was. Buchseite noch, sehr cool. Okay, das muss es aber erstmal sein. Gut, wo haben wir denn das nächste, was wir hier irgendwie kriegen können? Wir sollten hier oben erstmal so ein bisschen erkunden. Das heißt, wir drehen uns nach rechts. Da kriegen wir die Buchseite. Irgendwo. Können wir da unten drunter durch? Nee. Na, lass mich hier raus. Sah sehr gut aus für den Anfang. Ich meine, wir hätten grundsätzlich auch durchgepasst, aber es ist so ein bisschen alpha-wandig. Deshalb wollte es... Ah, das wird auch nicht klappen. Wartet. Oh, Delfine wieder. Sehr cool. Habt ihr es auch gehört? Hm. Was auch immer es ist für ein Tier, wenn es überhaupt ein Tier ist, oder hier unter uns. Nee, so gut können wir nicht durchs Wasser gucken. Müssen unbedingt einen Screenshot von dem Wal machen, wenn der hier mal wieder auftaucht. Aber wir müssen erstmal finden, wo wir hier andocken können. Wir können... Oh. Oh, schade, das ist jetzt hier nicht vor dem Licht. Oh. Ich wollte vor dem Sonnenuntergang einen schönen Screenshot machen. Aber na gut, dann erstmal nicht. Wir gucken mal hier drinnen. Und dann finden wir wohl erst die Seite. So. Okay. Wieder ein Job für ihn. Dann wissen wir zumindest immer, dass es nicht... Oh, wow. Kommt der hier lang? Ne, da hinten, ne? Aber wir können ihn vielleicht von hier sehen. Wow. Krass. Okay. Ah, da kommen wir wahrscheinlich runter. Okay, so. Da ist noch eine alte Couch drin. Wie geil ist das denn? Okay, dahin geht's nicht weiter. Hier rüber stattdessen. Können wir eventuell auch runtersliden, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das gewollt ist. Wartet mal, wir können hoch, aber wir können auch rüber. Also nach hier drüben, wisst ihr? Guck erst mal hier. Ist ein Gewitter? Wow. Oh, oh. Es regnet nur in bestimmten Winkeln. Okay. Lass mich mal kurz Ausschau halten. Genau, wollte ich gerade sagen. Da ist eine Buchseite. Hier ist noch was. Sind wir ja gleich in der Nähe. Das können wir dann auch... Ah, da ist das Teil, was wir eigentlich wollten.
Okay. Ich glaube, genau hier unten drunter hören wir es klimpern. War das jetzt nur ein Ausguck? Ne, hier ist eine Leiter. Na, lass uns mal die Leiter kurz benutzen. Ach, wir sollten gar nicht da. Da ist ein Typ drin, okay. Ich habe gedacht, wir sollen da an dieser Kante lang hupseln, aber das sollten wir wahrscheinlich gar nicht. Könnte schwören, ich habe da drüben was drin gehört, aber vielleicht kommen wir da auch noch hin. Dann mal hier hoch. Ne, doch, wir können hier hoch. Aber nur hier rein. Nichts wirklich weiter, nicht drüben aufs Dach oder so. Okay. Hier ist rot markiert. Aber nicht, weil wir jetzt hier direkt hin können. War wahrscheinlich mal ein Badezimmer oder so. Ach, das hier macht bestimmt die Klirrtöne. Die Bootserweiterung, wisst ihr? Oh, hier kommen wir gar nicht durch. Wartet. Sehr cool. Und damit haben wir auch schon alles gefunden, was es hier gibt. Gucken trotzdem mal. Schön, stellt euch mal vor, ihr liegt hier in irgendeiner dieser Joten. Kann man das Jote nennen? Wahrscheinlich nicht. Mich hier runter. Und ihr könnt dann hier aufs Meer hinaus gucken. Das ist einfach wunderschön. Wunder, wunderschön. Okay. Dann haben wir ja gesehen, wo jetzt das Schiffsteil ist. Da werden wir mal hinschlittern. Einmal hier hinten, bitte. Sechs von 26, da haben wir noch einiges zum Upgraden. So, wir sind. Wo? Hier sind wir jetzt gerade. Das heißt, wenn wir ein Stückchen nach links und geradeaus, haben wir hier irgendwo noch ein Relikt, was wir bergen können. Bin ich richtig? Ja. Stückchen. Ah, da hinten ist es. Das sieht auf der Karte immer viel, viel näher aus. Aber na gut, da sind die Markierungen, die Bilder auch viel, viel größer. Können ja dort hinten auch gleich mal hinteleskopen. Das sieht aus, als wäre da noch viel, viel mehr. Machen wir mal gleich. Ja, genau. Okay. Ein Dingens um eine Seite. Noch eine Seite. Ort zur Karte hinzugefügt. Wahrscheinlich, weil wir den neu gefunden haben. Aber jetzt finden wir erstmal, was da unter Wasser ist. Wenn das so eine riesige Standuhr wäre, wäre es ja noch geiler. So, wir gucken hier hin. Da sind mit Sicherheit noch zwei weitere Seiten. Wir wollen jetzt aber nach rechts abbiegen erstmal. Rechts, straight, rechts. Da ist auch das Schiff. Mal richtig? Ja. Ich sehe es ja oben auch auf dem Navigationsding. Muss ich mir mal angewöhnen, dass ich da öfter hinschaue. Okay. So, ein Verbesserungsstück? Kommen wir doch gerade her, oder nicht?
Warte mal, wie machen wir das am günstigsten? Ja, hier kommt. Ah, genau, hier dazwischen. Aber hier ist auch eine Seite. Nein, wir machen erstmal das. Wir fahren jetzt, wir sind jetzt einmal in dieser Richtung, wir machen das jetzt hier weiter. Ich möchte bloß verhindern, dass wir die Hauptstory erledigen und den ganzen anderen Rest noch nicht gefunden haben, wisst ihr? Ich würde sehr gern sowas wie einen 100% Run machen, befürchte ich. Falls ihr da auch Bock zu habt. Okay. Und los geht es. Ich habe schon vergessen, was wir hier finden sollen. Aber mit ihm können wir ja alles ein bisschen zügiger machen. Wartet mal. Hier können wir vor allen Dingen auch. Das ist wie ein Fabrikgebäude. Okay, da ist ein Dingspunkt, ein Orientierungspunkt. Oh, hier freue ich mich drauf, dort beim Schiff zu sein. Das ist der Kamm des Titanen oder so, ne? So, weiter, weiter voran. Sehr gut. Da vorne sitzt auch ein junger Mann. Aber damit haben wir die Buchseite und das vollständig. Gucken jetzt nochmal hier in diese Richtung, wo ich nicht glaube, dass hier noch was ist. Weil hier haben wir schon relativ oft in die Richtung geguckt. Gut. Da kommen wir auch nicht easy runter. Das heißt, wir müssen. Oder doch, hier kommen wir easy runter, oder? Ah, perfekt. Sehr schön. Dann haben wir zwei Relikte, die wir jetzt hier finden können. Eins direkt rechts von uns irgendwo. Da sprudelt es auch schon. Huch. Ist aber sehr dunkel jetzt hier bei dem Gewitter und in der Nacht. Oh nein, ich habe nicht hingeguckt, was es war, Leute. Scheiße. Ich habe gerade mir diesen Nasenpatch von der Nase gezogen. Also es ist für mich jetzt aufregend, was es gewesen sein könnte. Ist das eine Achterbahn früher gewesen? Ich glaube schon, oder? Ach, krass. Der Schlangengrat. Okay. Gucken mal, wenn wir hier bei dem Orientierungspunkt sind, ob hier noch irgendwas in der Nähe oben. Hier, oh, hier ist noch was. Okay, ein Verbesserungsdings. Eine Seite. Okay. Ja, da fahren wir mal hin zu dem Verbesserungsdings, würde ich sagen. Wenn da auch noch eine Seite ist, umso besser. Weil wie schon gesagt, wir machen jetzt erstmal eine dicke Einsammeltour. Vielleicht sogar mehrere Folgen. Also falls ihr keinen Bock. Ach, die fliegenden Dinger wieder. Falls ihr keinen Bock darauf haben solltet,
Könnt ihr bestimmt ein bisschen skippen, falls ihr nur für die großen Denkmäler da seid. Also die großen, jo, und schon fliegen. Die großen Samenstätten, wie auch immer man das jetzt sagen möchte. Hier komme ich wahrscheinlich dann wieder runter. Okay, dann gehen wir hier drüben lang. Ey, wenn wir nie so viel finden. Warum habe ich schon wieder solchen Hunger? Ach, PMS, Leute. So. Dann nach oben mit uns. Und da haben wir unsere Buchseite. Und alle Objekte hier gefunden. Ich möchte trotzdem noch mal hier ins Wasser gucken, obwohl ich nicht denke, dass sich hier irgendwas befinden wird. Ja. Okay. Dann runter mit uns, hä? Ach halt! Ich hätte die andere Stelle gehen sollen. Wartet, wir gehen wieder hoch. Sorry. Hier kommen wir ja bestimmt ganz am Anfang wieder raus, wenn ich hier lang schlitter, oder? Das sieht gut aus. Ich brauche jetzt so eine runterhüpfen, oder? Ja, genau. So, liebe Leute. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns wieder auf das Boot. Und jetzt sind wir hier oben. Wir müssen uns quasi einmal umdrehen, dann haben wir hier das. Wir werden natürlich nicht an diesem Samen jetzt hier vorbeifahren. Wenn der jetzt hier mit dazu gehört, hier hinten, das werden wir auch noch erkunden, das ganze Gebiet. Wäre halt irgendwie cooler, wenn das ganze Wasser offen werden würde an der Stelle. Naja, wir werden auf jeden Fall dieses Komplettgebiet hier erkunden mit dem ganzen Kram. Da werden wir natürlich den Samen mitnehmen. Ich werde da jetzt ja nicht dran vorbeifahren. Aber liebe Leute, das machen wir alles nicht mehr jetzt, sondern, warte mal, wie viele Samen haben wir denn eigentlich? 5 fehlen uns noch. Eins. 2, 3, 4, 5. Wir haben alle 5 schon ausgekundschaftet, echt? 1, 2, 3, 4. Bin ich blind? 1, 2, 3, 4. Wir haben doch erst 4 Samen. Oder wo ist der 5.? Sehe ich den gerade noch nicht? Ach, weil hier einer war, geht der mit dazu, wahrscheinlich. Okay, dann haben wir die ja. Warte mal, wie war das? So, sind alle wieder da. Können wir ja auch einfach ausblenden, so lange oder sowas. Na, das ist Kacke, wir machen das mit. Müssen bloß aufpassen, dass wir nicht so alle komplett machen. Ich möchte aber gern die ganzen anderen Sachen finden, wie schon gesagt. Aber wir machen jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause. Und beim nächsten Mal legen wir wieder los und gucken, was sich noch so hier auf der Karte verbirgt. Also bis dann. Tschüss.